Willkommen, oh Gott, mein Hals. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darwin Project. Die letzte Folge lief ja relativ gut. Wir haben hier noch einen YouTuber bei uns, der mit den Flügeln hier spielt. Ich spiele aber diesmal den Grappling Hook. Und ja, das Laggen, das ist beim Spiel gerade in der Lobby. Und ja, ich habe Morgenstern als Waffe. Das liegt daran, dass ich einen Skin habe für meine Axt. Einen legendären Skin habe ich bekommen. So, tschüss hier. Da ist dieser YouTube Panda Gaming oder wie der heißt. Oder Pant Gaming. Oh, Alter. Die Fliegerklasse habe ich tatsächlich noch nie gespielt, die der spielte. Also vor dem müssen wir auf jeden Fall Acht geben. Oh, wir müssen mal alle stumm hier. So. So, wir haben im Upgrade-Menü haben wir dann Schaden. Grapple Gauntlet Cooldown und den Greifer Gauntlet Ladung. Und das hier ist neu. Stellen Sie einen Turm her, der auf Gegner in der Nähe schießt. Das ist relativ cool. Den habe ich noch nicht benutzt. Kannst du jetzt auch mal losgehen? Ich dachte, es geht schon los. Deswegen habe ich schon aufgenommen. Oh, es fehlt noch einer oder was? Ach, Leute, come on. Ah, Match beginnt. Perfekt. So. Und was haben wir noch so Schönes? Und wir haben dann noch eine Barriere. Erschaffe ein Energieschild um... Das kann ich ja mal ganz kurz... Ach nee, das kann ich gar nicht zeigen. Okay, schade. Aber das sind unsere Fähigkeiten. Hier können wir noch natürlich eine Bärenfalle... Stimmt, Bärenfalle könnten wir auch bauen. Wir können auch andere Sachen bauen. Aber Bärenfalle lasse ich erstmal. Ich benutze ja keine Traps. Oh, jetzt ist schon wieder einer rausgegangen. Och, Leute, das ist jetzt aber doof. Okay, also die nächste Folge fange ich auf jeden Fall an, wenn der Timer auf 0 ist. Safe Call. Das kann ja nicht sein, dass das jetzt hier so lange dauert. Alter, wie schnell schießt denn der? Hä? Geht doch. Jetzt geht's los. Endlich, ey. Holz, Holz, Holz. Davanium. Okay, ist relativ wenig Holz in der Nähe. Das ist jetzt Kacke. Wir haben gerade mal ein Holz. Mit einem Holz kann ich mir gerade mal ein Lagerfeuer basteln. Wir haben jetzt auch keine schicke Drohne mehr. Sondern wir haben halt einfach nur noch den hier. Den Grappling Hook. Der ist aber auch ganz cool eigentlich. Obwohl ich gerade schon meine Drohne so ein bisschen vermisse. Alter, wo ist denn die Holz? Da ist Holz. Da ist es doch, der Tüte Holz. Ich habe was gehört. Oh, ein Turbo Drink. Okay, das benutze ich, wenn ich da mal im Kampf bin. Was ist denn hier oben eigentlich? Was ist denn das bitte? YouTube Punt Gaming! Ahaha! Ah ja, mein Freund. Der war doch hier sicherlich drin, oder? Ja, natürlich war der hier drin. YouTube Punt Gaming, den muss ich unbedingt. Den muss ich töten. Das geht um meine YouTube-Ehre hier. Und ich brauche Holz. Der hat hier was gecraftet. Aha. Ich werde auf jeden Fall meinen Axtschaden erstmal krass erhöhen. Was ist denn das da hinten, Erda? Wo ist denn jetzt hier mal Holz? Ich habe hier kein Holz. Da ist Holz. Lol. Und noch ein Tier. Alles klar, moin. Guten Tag, Roboree. Wie geht's dir denn so schön? Ein warmer Kaffee. Oh, das ist nicht schlecht. Glaube ich. Punt Gaming. Dich will ich haben, ey.
Scheiße, wir haben noch zu wenig Daranium. Komm, einmal noch hier kurz Axtschaden. Let's go. What the fuck? Okay, wir üben schon mal als Spectator. Also wir gucken jetzt mal Punt Gaming zu. Die Zone wird geschlossen. Oh, man sieht ja da sogar die ganzen Gegner noch. Oh, das ist interessant. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner in der Nähe. Okay, ich sage YouTube Punt Gaming. Ja, guck mal, der hat auch diese Flüge sind auch so OP, finde ich, ganz ehrlich. Ich muss die Flüge in der nächsten Runde mal ausprobieren, mal gucken, ob die wirklich so stark sind. Also ich fand die Drohne relativ stark, den Grappling Hook finde ich noch zu schwach. Irgendwie finde ich. Aber guck mal, wie lange der auch schon in der Luft bleiben kann, ne? Gut, vielleicht hat er es auch gut gecraftet gerade. Der ist auf jeden Fall auf dem Weg zur Nummer 7 und Nummer 7 ist der Boitier 111. Guck's mal an, wie hoch der... Alter, what the hell? Das ist krass, das ist eine krasse Fähigkeit. Also, ja. Wir haben ja auch in der letzten Folge gegen so einen verloren. Oh, 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 oh. Jetzt aber los. Der Rafe hat gerade eine Zone geschlossen, okay. Oh, zwei Zonen. Oh, er wird vielleicht sogar sterben. Die zwei Zonen sind am Schließen. Eieiei, das wird jetzt lustig. Aber guck mal, wie schnell er sich bewegen kann. Wie schnell er sich bewegen kann. Das ist der Wahnsinn. Gegen so einen haben wir in der letzten Folge verloren, weil der auch geflogen ist wie sonst was. Die können in der Luft auch einfach mal kurz bleiben, ne? Schafft das noch? Ich sag, er schafft's noch. Obwohl, sieht nicht gut aus für ihn. Ja, er versucht's aber. Oh, oh, okay, okay, ja. Eieiei, 8, 7, ja. Oh, ja. Halt fest! Wenn er dadurch jetzt verliert, das wäre so lustig. Verboten. Hä? What the fuck? Kriegt der nur Schaden oder was? Oh, Westen explodiert. Oh, eine Atombombe. Das ist die erste Atombombe, die ich jetzt hier sehe in dem Spiel. Das heißt, der wird da instant sterben, glaube ich. Ja, das hat er verloren. Bye-bye, Panda. War nett. Oder schafft das noch? Nee. Wie gut ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der ist so sauer, der Typ, ne? Aber der Showmaster hat ihn einfach gerade richtig von hinten genommen, ey. Das war witzig. Ah, da sieht man auch, dass jetzt eine Darwinium-Lieferung, also ein Electronic-Dings. Oh, genau da in der Mitte, wo drei Leute sind. Oha. Kann ich noch irgendjemand anderen zugucken oder nicht? Ich glaube nicht. Oh, der hat übrigens dieselbe Klasse. Nee. Der hat das mit der Drohne. Okay, da hat er irgendeine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Aber what the fuck, ey. Ich glaube, dieser Punt Gaming, der ist sowas von sauer gerade. Also wenn die Zone schließt, das wusste ich halt noch nicht, dann stirbt man noch nicht direkt. Aber wenn man in diesen atomaren Dings reingeht, dann stirbt man direkt. Oh, ich werde meinen Spaß haben als Showmaster, glaube ich. Was macht er denn da? Warum läuft er so komisch? Okay. Es sind drei Leute in einem Raum. Kann ich nicht irgendwie durchswitchen? Oh, ich kann auch rumfliegen. Oh, wie cool ist das denn? Ja, also so ist, glaube ich, auch die Sicht von dem Showmaster, ne? Da ist schon mal einer. Der macht gerade seinen Sensor. Sieht da wahrscheinlich hinter ihm nicht seinen Gegner. Was ist denn hier? Oh, hier liegt da einer tot. Oh, hier gibt es einen Kampf.
Andrija gegen NWF. Oh, NWF hat sich. Nee, Andrija hat sich, glaube ich, unsichtbar gemacht. Kann ich auch irgendwie hochfliegen? Nur so kann man hochfliegen? Okay, das ist ein bisschen doof. Oh, da hinten ist er. Der wärmt sich gerade. Okay. Andrija hat wohl die Verfolgung verloren. Interessant. Und der Okanufk, oder wie der heißt, der baumelt sich gerade die Eier da hinten warm. Wo ist er denn überhaupt? Oh, die Zone hier wird gerade geschlossen. Okay. Lass mich durch hier. Oh, was ist denn das hier? Das ist auch Holz eigentlich, ne? Aber in so einem... Oh, okay. Oh, er geht in die geschlossene Zone rein. Warum das denn? Wie viel Schaden kriegt er denn, der Gute? Ach, da geht die Wärme richtig runter, weil es anscheinend ein warmer Ort wird. Okay. Ja, dann ist ja die Zonenschließung noch gar nicht so schlimm. Ich dachte, man wird halt instant irgendwie tot. Interessant, der komische Darwin-Typ da. Der Showmaster heilt ihn. Also der Showmaster kann jemandem auch Wärme geben anscheinend. Und das hat er mit mir auch oft gemacht. Ich war wohl sein Publikumsliebling in der ersten Folge. Okay, das wird jetzt... Was macht der da? Also die zwei kämpfen. Okay, der andere ist jetzt abgehauen. Der war hinter dir. Oh, Bro. Er hat noch keine der Fähigkeiten gebastelt, by the way. Das ist gar nicht gut. Weil die Fähigkeiten sind richtig stark von dem Jetpack-Typen. Okay, wir gucken mal, wo der andere ist. Der kümmert sich gar nicht mehr um den, oder will er hinterher? Da hinten ist er. Ich glaube, er nimmt die Verfolgung schon auf. Ah ja. Jetzt hat er ihn im Blick. Der ist so schön am Looten. Ah, wird spannend. Andrija ist noch nicht fertig mit den NWF. Wo auch immer der hin ist. Wo sind beide denn auf einmal hin? Oh, die kämpfen schon. Oha, was ist hier passiert? Northwest Zone is about to be forbidden. Wie lange kann er in der Luft bleiben? Das meine ich. Der kann nicht übelst lang in der Luft bleiben. Das ist halt super OP, finde ich. Ist halt sau OP. Das muss man echt irgendwie ändern, finde ich. Guckst du an, der fliegt einfach die ganze Zeit. Ich bin ja für Andrija, ganz ehrlich. Weil der hat es ein bisschen schwieriger. Der soll sogar noch Holz nebenbei. Der schießt ihn aber auch gar nicht irgendwie ab. Was hat er da geworfen? Ist das Pulsmine gewesen? Oh, ist der drinne? Oh! Oh! NWF ist tot! Na endlich! Mein Gott, dieser scheiß Schimmler auf dem Dach, ne? Er wurde getötet. Und da ist auch das Geschütz, by the way. Oh. Okonov kriegt gerade auf die Fresse von Andrija und der fliegt schon wieder weg. Ich hasse diese Jetpack-Typen. Sind ja schlimmer als Pathfinder. Oh, er kann auch zurückspulen oder was? Okay, das ist ja krass. Okay, an seiner Stelle würde ich mich mal heilen. Macht er das gerade? Sieht nicht so aus. Sind die anderen gerade noch am Fighten? Oh. Okay, Emrys und Okanovuk. Oder wie er heißt. Die beiden sind jetzt aber richtig weit weg. Die beiden sind richtig weit weg voneinander. Du hörst dich hier gerade das Electronic.
Man kann als Spectator echt gut Wetten abschließen, glaube ich. Und die letzte Zone schließt sich. Jetzt wird es spannend. Ich wollte die Folge gar nicht so lang machen, weil ich mir denke, ich bin eh tot. Aber da muss ich nicht jedes Mal irgendwie versuchen. Wo ist denn jetzt hier Dings hin? Ich sehe die Beine gerade gar nicht mehr. Aha, da ist. Da ist der Rote. Und wo ist der Okunuk? Da oben. Der hat sich immer noch nicht geheilt. Junge, heil dich doch irgendwie. Du wusstest sowieso. Jetzt wird er sterben durch das Geschütz. Oder nicht? Wie lange der einfach in der Luft bleiben kann, das ist der Wahnsinn. Heil dich irgendwie. Oh Gott, spannend. Oh, er hat ein Geschütz aufgestellt. Das wird. Das wird nicht gut enden. Der verliert. Das hat der Emrys gewonnen. Oh, der sitzt da auf dem Baum. Ja, das war klar. Okay, heftig. Krass, das war so meine erste Übung anscheinend als Showmaster dann. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann wirklich auch Showmaster spielen kann. Bin ich schon sehr gespannt, habe ich Bock drauf. Habe jetzt natürlich nicht so viele Fans bekommen. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.